ja, Groggel nimmt dann auch einen Schluck und reicht die Flasche dann weiter an Ronga. Ihr müsst aber auch nicht denken, dass sonst die Goblins nichts über Menschlinge wissen. Unser Häuptling zum Beispiel, der große Häuptling Ziblim, der weiß auch ganz schrecklich viel über euch Menschlinge. Mhm. Aber tatsächlich, das ist alles sehr vortrefflich. Also ich merke, ihr wisst eine ganze Menge über uns Menschen, dass wir alle an die 12 Götter glauben. Ihr glaubt an 12? Boah, jetzt so viele, das kann ich mir doch niemals merken. Selbstverständlich, an manche mehr, an manche weniger. Also man sucht sich dann meistens so seinen Favoriten aus und dem steht man dann sehr nah und die anderen sollte man nicht verachten. Richtig, euer Gnaden? Nun ja, es ist etwas verkürzt, aber die Götter sehen in deine Herzen und erkennen dich. Sie deuten deinen Weg und nehmen dich auf in ihrem Schoß. Was euer Gnaden sagte. Worauf ich hinaus wollte, wir wollen gern mehr über euch Goblins lernen. An was glaubt ihr denn? Ja, natürlich an Maidam Rekdai, unsere Mutter. Und an Orwai Kurim. Kurim, ja. Aha. Ja, das ist der Herr der Jäger. Der Herr der Jäger. Vielleicht ist es Fion, der den Goblins erschienen ist. Den kenne ich nicht. Wo soll der erschienen sein? Nun, Fion ist der Herr der Jagd. Und er lehrt die Menschen und die Lebewesen, dass es nötig ist, um zu jagen, zu erkennen, was gejagt werden darf und was nicht. Wer leitet sie an? Oh ja, das klingt vernünftig. Ja, vielleicht habt ihr so einen komischen Namen für den. Das ist in Ordnung. Ja, und Maidam Rekdai, dass ihr die nicht kennt. Die große Mutter. Auch natürlich kenne ich die. Das ist Travia. Das muss Travia sein. Die große Mutter, das muss doch Travia sein, oder? Klar, bestimmt. Ja, oder Pirine, die gute Herrin. Naja, aber mit Mutter würde ich eher Travia assoziieren. Also Gastfreundschaft, Freundschaft überhaupt, das wärmende Herdfeuer, klingelt es da? Oh, Nahrung und Fruchtbarkeit und Frieden und Heilkunde, alles Frieden. Gute. Frieden ist gut, ja. Das klingt aber gut. Doch wirklich nach der Herrin Perine, meint ihr nicht? Nein, das ist Maidam Rekdai. Ja, also, vielleicht sind das mehrere Götter gleich in einem oder so, also dass die sich unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten gezeigt haben oder so. Kann man da nicht was drehen? Naja, also, wenn Maidam Rekdai die große Mutter ist, dann ist sie bestimmt auch die Mama von euren Göttern. Genauso wie sie die Mama von Sukram ist, von Imitridai oder von Gatavae. Oh, das klingt jetzt ein bisschen blasphemisch. Was? Was ist das schon wieder für ein blödes Wort? Ach so, nicht ganz korrekt für dich. Travigor, sie wissen nicht, was sie sagen und was sie tun. Man muss ihnen verzeihen. Sie sind wie Kinder. Man muss sie anleiten. Zu den wahren Göttern. Kinder, die werden direkt von Maidam Rekdai gesandt. Jedes ist ein Geschenk. Ist das nicht schön? Sie kommen aus der großen Sule. So könnt ihr euch noch die nächste Zeit am nicht existenten Lagerfeuer unterhalten über Göttertheorien und wie eure Kulturen miteinander kollidieren oder eben auch interagieren, bis ihr dann irgendwann einschlaft, die Wachen durchtauscht und am nächsten Tag, ja, der Regen ist immer noch da, der Wind hat allerdings nachgelassen, sodass es nicht mehr ganz so kalt ist, zumindest die gefühlte Kälte ist nicht mehr so schlimm, aber eure Kleidung ist auf alle Fälle gut durch, ihr könnt am nächsten Tag wach werden und das Trockenfleisch, was ihr mitgenommen habt, verzehren. Am nächsten Tag wieder aufbrechen. Der gute Elkwin steht mit komplett zerstrubbelten Haaren morgens auf. Also sowohl sein Haupthaar als auch sein handlanger Bart
strobt in jede Richtung. Sieht aus wie so ein Plüschi. Und fängt mühsam an, das mit einem Kamm etwas zu bändigen während des Frühstücks. Ui, Herr Magus, geht's euch gut? Vertragt ihr die Kälte nicht? Diese Mischung aus Feuchte und keinem richtigen Bett, das setzt meiner Frisur doch äußerst zu. Aber nun ja, so ist es halt mit den Unangenehmigkeiten einer Reise in der freien Natur. Ja, ihr Menschen solltet auch einen Pelz haben, dann ist immer warm. Naja, einen stattlichen Bart habt ihr auf jeden Fall schon. Ja, du siehst am goblinischsten aus, das ist gut. Danke. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr uns gleich begleitet habt, ja, also... ihr seid ja gerade erst angekommen und jetzt schon los auf die erste Queste in der Wildermark. Das freut mich sehr. Ja, ich fühle mich auch beileibe nicht vorbereitet darauf, aber nun ja, wenn es gilt, einen Krieg zu verhindern oder zumindest die Chancen zu verbessern, dann was bleibt mir übrig? Das ist natürlich eine Pflicht. Und ihr seid ja Lebenszauberer, richtig? Vielleicht kann es das nützlich werden. Bist du ein Schamanerich? Ja, ich glaube, so nennt man das bei euch. Oh, noch einer. Oh, Groggel, das glauben wir uns doch nie, dass wir jetzt schon den... Gobbelmogge nimmt ihre Finger zur Hilfe, um zu zählen. Den dritten Schamanerich gefunden haben. Boah. Ihr habt aber viele Schamanerichs. Ja, na, wenn ihr das sagt... Aber ich bin auch schon gespannt, mich mit euren Schamanen zu unterhalten über Balam Rektai und ihre Wunder. Ja, du musst natürlich wissen, das sind alles Schamaninnen, weil wir sind schlauer. Ja. Ja, er zückt wieder sein kleines Büchlein und schreibt wieder etwas hinein. Habt ihr da viele von bei eurer Rotte? Machen die irgendwelche Rituale? Nein, die sind selten und ganz, ganz wunderbar und sehr, sehr klug und mächtig. Und bescheiden. Das sowieso. Friedliebend. Ja, außer es ist Krieg. Ja, genau, diese komische Drachenfrau mögen wir nicht. Ja, das ist doch schon mal gut, das ist gut. Machen wir da den gleichen Standpunkt. So könnt ihr aufbrechen. Im Verlaufe wird euch das Wetter wohl nicht weiter gesonnen sein. Liegt einfach an der Jahreszeit, Herbst. Ihr wisst natürlich, dass es noch kälter wird. Und dann sollte man das Reisen und vor allem das Abenteuern einstellen. Aber noch ist es eben erträglich. Und gerade wenn der Kastellan euch losschickt, einen Friedensvertrag auszuhandeln, dann sollte man das eben vor dem Winter tun. Man weiß ja auch nie genau, wie lange Varena von Mersing eben noch abwartet und der nächste Schlag könnte der letzte sein. Nach ungefähr 3-4 Stunden könnt ihr sehen, wie dort ein kleines Dorf hinter den Hügeln auftaucht. Ist auch ausgeschildert. Ihr könnt an einem Wegstein erkennen, dass es dort wohl Duttlingen ist. Und kurz bevor ihr das Dorf erreicht, die Palisade ist quasi nicht existent, so ein kleiner Hügelwall, über den man drüber gehen könnte, da könnt ihr sehen, wie wohl an einem der Bäume am Wegesrand zwei Personen liegen, die dort wohl immer noch schlafen, besonders faul scheinen. Der Rest des Dorfes scheint verlassen. Wir sollten dringend etwas Schnaps dort kaufen. Was ist denn hier los? Die sind doch nicht, sind sie tot? Nein, ihre Brust bewegt sich auf und ab. Sie scheinen dort zu schlafen oder ohnmächtig zu liegen. Also kein Frühstück. Ihr fällt auf, die Kleidung, die die beiden tragen, scheint schwarz und rot. Moment mal, Sind das Leute von unserer Seite, die Wappen sehen nicht unbedingt danach aus? Kann ich eine Heraldikprobe machen, um zu erfahren? Ja, könnt ihr alle. Oder Magiekunde. Welchem Herr die zugeordnet wären? 15.
Prio, du erkenntest schwarz und rot. Das kann natürlich auch irgendein Heer sein oder irgendeine Söldnerarmee. Hier ist aber klar, zusammen mit den Symboliken, das sind Borberatianer. Dies ist übles Gezücht. Schwarzes Volk. Dann sollten wir sie nicht wecken, oder? Oder mit der Klinge unterm Hals. Ich bin dafür, wir umgehen sie einfach. Und sie hier direkt vor dem Dorf weiter entschlafen lassen? Was sagt ihr? Was sagt das Recht? Nun, wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Seht dort diese Stofffenzen um ihren Kopf. Irgendetwas ist dort nicht richtig. Wenn ich das richtig sehe, da wendet sich jetzt auch mal so, dass er mit seinem guten Auge in die Richtung gucken kann, dann sind das Zauberwirker der Borberadianer. Sie sind... Nun, nicht jeder ist ein Zauberer, der ein Borberadianer ist. Nun, aber sie tun das Verwerflichste überhaupt. Wir sollten dieser Sache wirklich auf den Grund gehen. Also durchstechen? Ich habe hier einen Speer. Du kannst auch einen halten. Nun, zumindest erstmal sollten wir sie befragen, bevor wir Unrecht tun. Also gut, ich denke, es ist nicht angebracht, wenn ich hier meinen anderthalb Händler ziehe. Und gleiches macht Travigo. Bleib vielleicht hinter mir, Travigo. Das wäre ein gutes Geschenk für Zipi. Sicherlich, ich bleib hinter euch, Runga. Ihr anderen bleibt hinter mir. Seid vorsichtig mit diesen Schergen. Ich würde mal meinen Kurzbogen nehmen und einen Pfeil auf die Sehne legen. Ich nehme direkt meinen Speer zur Hand. Ja, also könnt ihr bewaffnet auf die beiden zutreten, die dort immer noch im Schatten schlafen. Aufgewacht. Was? Ihr seid umstellt. Gebt euch zu erkennen. Habt ihr Wasser für uns? Ein Preisnamen, was seid ihr? Menschen. Ihr habt uns Wasser. Anführer, unter welcher Flagge kämpft ihr? Da keiner mehr. Wasser und etwas Brot, mein Herr. Selbstverständlich. Ich kram meinen Wasserschlauch und etwas Brot vor und vielleicht noch ein bisschen Käse. Und unter welcher Flagge habt ihr gekämpft? Unter dem Fuchs. Beräterwappen. Und warum tragt ihr diese abscheulichen Roben? Nun ja. Unsere Kleidung war zerstört. Wir fanden sie bei Leichen. Wir haben sie erschlagen, also. Wir hatten sie erst erschlagen und nahmen uns dann ihre Kleidung. Dann war das ein Missverständnis. Das tut uns leid, dass wir hier so mit gezückten Waffen auf euch zugegangen sind. Esst erstmal was. Hier habt ihr was. Travigo steckt seinen Anderthalbhänder ganz schnell wieder weg. Danke, danke, mein Herr. Sehr großzügig von euch. Hier in unserem Schiff. Danke. Nichts für ungut. Dieses Dorf, wisst ihr, was hier passiert ist? Warum ist es verlassen? Dudling? Nein, wir kommen aus den Hügeln. Aus dem Kästenwald. Wir hatten überlegt, ob wir hier Zuflucht suchen, weil Steinbauern das verschlossen. Da kommt keiner mehr hoch. Ich weiß nicht, ob da jemand drin ist, aber niemand macht die Tür auf. Und Dudling ist leer. Da hat uns die Hoffnung verlassen. Ich glaube, wir liegen seit 3 Tagen hier. Wahrscheinlich sind sie geflüchtet, als sie den Heerwurm gesehen haben. Was für ein Heerwurm? Varena von Meersingen? Sagt euch das was? Die kennen wir wohl. Es waren ihre Schergen, die wir getötet haben. Wir waren noch größer. Ich glaube 30. Unser Banner war nicht ganz vollzählig. Es tut mir leid, dass wir euch erschreckt haben. Wir wollten einfach nur saubere Kleidung.
unsere war so zerstört. Oh, das ist aber ziemlich gefährlich. Mit so einer Kleidung rumzulaufen. Ich würde vorschlagen, vielleicht finden wir im Dorf etwas für euch oder. Dann gebt mir doch euren Mantel. Ah, genau, ich kann meinen Mantel natürlich mit euch teilen. Selbstverständlich. Hier. Hab Dank, mein Herr. Seid ihr verletzt? Ja. Lothar hat das noch mehr erwischt. Irgendwas hat seinen Bauch durchbohrt. Es eitert etwas, aber. Nun, ich habe eine Schürfwunde am Kopf. Deswegen habe ich mir auch diese Stofffetzen darum gebunden. Soll ich mir mal den Bauch angucken? Das sind Menschenexperten, die tun euch nichts. Ich würde mich auch anbieten. Gockel und Goggel. Moppel. Gockel und Goggel, Moggel. Guck also, mal, hier ist schon so alt, der kann nicht mehr richtig. Nur, Adept, vielleicht solltet ihr mit eurer Gabe vielleicht diesen armen Menschen helfen. Natürlich. Deswegen frage ich ja, aber ich werde es sicherlich nicht gegen ihren Willen tun. Ja, ein Ritual! Und dann besiegt ihr Luther. Es heilt einfach nicht, mein Herr. Und dann zeig doch mal her. Wir brauchen auf jeden Fall etwas sauberes Wasser. Und haben wir noch Schnaps? Hat irgendwer Schnaps? Mich brauchst du gar nicht erst anzuschauen. Naja, nee, dabei nicht. Ich habe meinen Kessel. Wenn ich jetzt mal hier rumgehe und Sachen suche, dann kann ich wohl was brauen. Wirklich? Das wird ohnehin eine kleine Weile dauern. Und Schnaps hilft mir immer beim Denken. Insofern, aber ich schaue mir das mal an. Er lebt ja noch deutlich. Das sollte schon gelingen. Ja, ja. Ich würde die Wunde erstmal profan untersuchen. Ja, kannst du gerne mal tun. Entweder Anatomie oder Heilkunde Wunden oder Magiekunde. Mhm. Kannst du ja auch so. Wollen wir mit Anatomie probieren? Ja, 11 Sternchen sollen mir reichen. Das ist eine Wunde, die du schon kennst. Vielleicht nicht selber schon gesehen, aber aus auf alle Fälle aus den Lehrbüchern aus den Borbardianischen Kriegen. Das ist eine Zantenwunde, die verschließt sich niemals. Oh. Ist mir bekannt, ob ich die mit auf magischem Wege verschließen kann? Ja. Okay. Mit magischem auf alle Fälle, mit einem Heiltrank ist man sich nicht ganz sicher. Aber mit Magie auf alle Fälle, das funktioniert. Profan würde sie aber nicht zuheilen. Nun, er scheint wirklich Glück zu haben. Arvis scheint meine Pfade in die richtige Richtung gelenkt zu haben. Diese Wunde würde sich niemals schließen. Und ihr habt wirklich Glück, dass ihr mir begegnet seid. Wobei eine Schamanin wahrscheinlich das auch hinkriegen könnte. Nun, haltet jetzt still, es wird etwas unangenehm werden. Nun, hab Dank. Fex sei ja, Dank, dass wir euch hier begegnet sind. Er beginnt dann langsam, lässt sich Zeit dabei, einen Balsam zu wirken. Balsam Salabunde, schließe diese Wunde. Immer wieder streicht er dabei, quasi mit etwas Abstand über deine Bauchwunde. Und wiederholt diesen Spruch eine ganze Weile lang, bis du langsam merkst, dass da irgendetwas geschieht und diese Wunde sich zunehmend schließt. Boah, guck mal, Goggelmoggel. Auf dem Gesicht von Luther kannst du auf alle Fälle so ein kleines Lächeln und ein angedeutetes Nicken erkennen, aber mehr wird er auch nicht zustande kriegen. Der andere scheint wohl eher begeistert zu sein und greift wohl nach dem Schnaps, der eigentlich für die Wunde war. Sein Verband oder die Stofffetzen hat er sich wohl auch von der Stirn weggenommen, sodass man da dann eben auch einige Schnitte erkennen kann, die auf seiner Stirn prangen. Nun, könnt ihr euch irgendwie helfen? Sollen wir euch begleiten? Oder wohin wollt ihr? Was für ein Herr, Herzog? Davon wissen wir nichts. Nun, es lobt euch sehr, uns zu fragen, wie ihr uns helfen könnt. Ihr könnt uns gerne begleiten, denke ich. Das ist vielleicht das Sinnvollste für uns alle, wenn ihr dafür bereit seid. Vielleicht könnt ihr auf dem Streitwagen von den Menschenexperten reiten. Bis zur nächsten Siedlung zumindest.
bis zur nächsten bewohnten Siedlung. Ich weiß nicht, ob wir nun bei der Burg Steinborn was ausrichten können, dass sie euch da einlassen. Nun, wir haben niemanden gesehen. Kein Licht, das brannte, die Toren waren verschlossen. Muss man wohl von innen tun. Nun, der Weg dort hoch ist auch beschwerlich. Ich weiß nicht, ob ich es noch einmal machen will. Gibt es sonst noch andere Siedlungen, von denen ihr wisst? Wir kennen uns hier nicht gut aus. Wir kommen eigentlich weiter aus dem Süden, aus Obstein-Tiefwald. Das ist einige Wälder weiter im Süden. Gestenwald waren wir sonst noch nicht so oft. Die Wege hier sind finster und dunkel und alles ist weiter entfernt. Weiß Groggel, ob es hier irgendwo noch Menschen, Hütten oder sowas gibt? Also es gibt hinter Duttlingen gibt es dann die Marktstadt Rappenflur. Das ist auf alle Fälle eine normalerweise etwas größere. Da seid ihr auch schon durchgekommen. Die Menschen hassen euch. Also was heißt hassen? Ihr seid einfach zu zahlreich, dass man gegen euch kämpfen würde. Viele von deinen Brüdern und Schwestern rennen da wie besenkt durch, schlagen mit irgendwelchen Speeren gegen die Häuserwände, um Krach zu machen, keckern, laufen auf den Dächern umher und viel wurde auch schon gestohlen, vor allem das Vieh, was als erstes weg war. Die Menschen können da ein wenig gegen tun, aber sie machen da jetzt auch nichts mit Waffen gegen. Oh, es gibt eine Siedlung, nicht weit von hier. Große Stadt, oh, das macht Spaß, da zu sein. Das ist eine herrliche Stadt. Ja, da kann man über die Dächer laufen und dann gucken die Menschen immer so brummig. Manche weinen auch. Oh, ach ihr war so putzig. Kommen wir daran vorbei, dann würde sich das doch anbieten. Ja, wenn man hier jetzt weiter durchs Dorf geht und dann noch weiter die Straße entlang, kommt man in die große Stadt. Vortreffliche. Wollt ihr uns begleiten bis dahin? Jawohl. Danke. Ich hoffe bloß, dass die noch steht, aber dieser Herzog, der ist ja weiter gen Norden, also sollte er da nicht durchgekommen sein. Wollt ihr uns vielleicht eine Waffe geben, damit wir uns wehren können? Oh, ich habe mein letztes Schwert schon einen anderen Flüchtigen gegeben. Was ist mit dir da? Er blickt da zu Ronga. Du hast doch eins. Ich habe keine Waffe, welche ich abgeben könnte. Zähl doch da eine zweite bei dir. Mein Dolch und mein Schwert bleibt an meiner Seite. Wie soll ich denn sonst Tiere ausnehmen? Siehst du hier Tiere? Messer. Siehst du hier sonst Tiere? Jetzt gib mir dein Messer, sei nicht so. Ich bin ein Wildhüter. Willst du mir meine Waffe nehmen, um meine Aufgabe auszuführen? Ja, hast du einen Stein. Den kannst du werfen. Hier, nimm Groggels seinen Stein. Oder, weißt du was, ich kann dir auch einen Wurfspeer mit Steinspitze anbieten. Das wär's. Na, dann nehmen wir den Streitwagen, danke. Guter Witz. Nun, ich würde vorschlagen, ihr begleitet uns so. Ihr seid nicht in Gefahr bei uns. Ihr seid aber ganz schön gierige Menschlinge. Wir können kaum laufen. Jetzt lasst uns doch Streitwagen fahren. Können Sie sich nicht hinten auf den Wagen setzen? Der mit dem Loch im Bauch, der kann sich da hinlegen. So. Und habt keine Angst, wir werden euch beschützen. Das ist unsere heilige Pflicht. Wollt ihr die beiden stapeln oder wie sollen die denn beide da überhaupt reinpassen? Jetzt wird das gerade passender Raum. Der Platz. Dann geh zu Fuß. Dann kann Luther sitzen. Aber ich werde mir das merken. Was? Dass wir euch geholfen haben? Ja, das würde ich auch. Das würde ich mir auch merken. War eine großzügige Geste. Genau. Also vortrefflich. Gut. Gehen wir weiter. So werden neue Freundschaften geschlossen. Ja, die zweite Person, beziehungsweise diejenige, die vorsteht, weil sie einfach spricht, stellt sich dann auch noch als Answin heraus, also ein ganz typischer dapathischer Name. Answin natürlich als großer Held verehrt hier und dementsprechend viele Kinder nach ihm benannt.
So könnt ihr weiter reisen in Richtung von der Marktstadt Rappenflur, die tatsächlich dann eben auch belebt ist. Und dort könnt ihr, der Markt ist zwar jetzt nicht geöffnet, ihr könnt auch sehen, wie die Wachen, die dort an der Palisade stehen, misstrauisch nicht genau wissen, ob sie die Tore jetzt verschließen sollen oder nicht, und sich dann dazu entscheiden, die Hellebarden euch entgegenzustrecken. In Preis Namen öffnet die Tore. Eure Gnaden, ihr könnt gerne eintreten, aber in eurem Schatten befinden sich zwei Goblins. Was soll das? Nun, sie sind unsere Speer. Ihr verkehrt mit diesen Dingern. Sie sind unsere Speer. Und gut. Richtig, das sind Abgesandte. Das sind gute Leute. Sie haben sich als sehr nützlich erwiesen. Ihr solltet sie an die Kette nehmen. An die Kette nehmen. 12 Kinder zum Gruße. Also eigentlich mehr, aber wir lassen es mal bei 12. Höher kann ich nicht zählen. Nun, Goggel, Moggel und Groggel, ihr werdet euch benehmen, nicht wahr? Wir benehmen uns immer. Genau. Gut. Bei Menschen nennt man das Schwein sein. Ihr werdet keinen Unsinn anstellen in der Stadt, nicht wahr? Hey, ich kenne doch diese Wanne. Das ist doch die Wanne von Harker. Was? Du hast wohl schlechte Augen. Guck mal. Die Wanne mit den Rädern. Das ist die Wanne von Harker. Die Bucherin. Gar nicht. Ich kenne keine Harker. Das ist doch ein Streitwagen. Also, der scheint tatsächlich was mit den Augen zu haben. Das ist ein Badezuber, mein Herr. Meine Waffen dran, Hörner, Streitwagen, gefährlich, Krieg. Sie hat ihn angemalt, könnt ihr es nicht erkennen? Nun, vielleicht sollt ihr uns es einmal hineinlassen. Wir klären das in der Stadt. Das sind jetzt schlimme Anschuldigungen. Ich bin Baron Travigor von Dergelsmund, und ihr lasst uns jetzt rein. Von Dergelsmund? Ja. Was ich auch unter Partien? Richtig. Im Südwesten. Dann kommt rein. Sprecht mit dem Schulzen. Hab Dank. Werfen wir einen strengen Blick auf Goggelmoggel. Geht doch also wirklich Badewanne. Ist kein Badezuber. Das ist ein Streitwagen. Hey, sag mal, Goggelmoggel, woher hast du den Wagen denn überhaupt? Den hab ich selber gezimmert. Nach einem Vorbild. Und woher hast du das, was jetzt auf dem Wagen steht, also was aus dem Wagen besteht? Die Materialien, das Holz? Oh, das habe ich gefunden. Zufällig hier in der Stadt? Ja, die haben hier immer ganz, ganz tolle Materialien.